Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1589 TVZ. Südkorea gegen Italien. Wir haben den Terraner. Das ist der Koreaner, der ist beim Team Good Game Gaming. Es ist Dream. Sein Gegner, der Zerg, der ist beim Team Clash. Es ist Rainer. Da sieht man ein Gas, ein Spawning Pool, aber zuvor gab es eine Hatchery. Also es ist Hatch First und es ist auf der Terraner-Seite in der Replay-Expansion. Ganz normale Opener also für dieses Matchup. Die beiden haben noch nicht viele Spiele gemacht. Aber interessanterweise ist Rainer in Serien zu 0 gegen Dream. Steht da 4 zu 0 bzw. 8 zu 1 in Maps. Also Dream hat bisher eine lausige Map in Turnierspielen gegen Rainer gewonnen. Kennt man normalerweise andersrum, dass der Koreaner den Nicht-Kori verprügelt. Aber nein, hier Rainer bisher sehr, sehr stark gegen Dream. Die hatten alle ihre Matches in 2020. Zweimal am Stay-at-Home-Story-Cup Nummer 1 in der Gruppenphase mit einem 2 zu 0, einem 2 zu 1 für Rainer. Dann noch im Alpha-X-Code-CD sind sie aufeinander getroffen, im Dojo-Cup 2020 Nummer 1 Main-Event. Und ja, das waren alles Best-of-Threes. Und eben die eine Map hat sich Dream im einen Match vom Stay-at-Home-Story-Cup geholt. Also mal gespannt, was sich hier gegen Rainer ausrichten kann. Wie das abläuft und ob das einfach weiter eins mehr für die Serie von Rainer dazu gibt. Wir haben immerhin einen Top 5 koreanischen Terraner mit dabei. Also Dream ist wirklich nicht schäbig als Spieler. Das kann man wirklich nicht sagen. Er ist ziemlich stark als Terran, aber ja, für Rainer braucht man tatsächlich inzwischen, wie es den Anschein macht, noch größere Geschütze, um ihn klein zu kriegen. Wir sehen hier, Spawncrawler werden gebaut, werden gecancelt, um die Drones zu saven. Da, die Queen nur kurz durch die Gegend geschleudert. Aber damit die Drones wurden gerettet. Es gab nur Cancel-Ressourcen, die verloren gingen. Was müssten 18 pro Cancel sein? Waren 2 Cancels, 36. Weil das Ding kostet 75 und man bekommt 57 Mineralien wieder zurück. Weil 75% und dann verliert man eben 18 Minerals. Aber das ist deutlich effektiver als die Drones zu verlieren natürlich. Der Reaper aber damit erstmal keine so große Gefahr. Versucht es nochmal in der Main. Die Drone wird mal nach vorne geworfen, aber auf einen normalen Spawncrawler. Der Spawncrawler saved. Die Drone lebt, der Reaper geht raus und kriegt vielleicht noch von der Queen was ab. Deine Queen kommt nicht ganz an. Schönen Haken geschlagen hier von Dream. Hat da noch rechtzeitig aufgepasst und ist nicht in die Queen gefahren. Hat damit den Reaper erstmal nicht verloren. Der regeneriert sich also. Natural ist fertig. Starport und dritte Basis werden gebaut. Also recht schnelle Expansion hier mit dabei für Dream. Und da ist ein Tech Lab, das freigegeben werden könnte. Für besagten Starport. Für eventuell eine Banshee. Oder einen Raven. Irgendwo ballert dann Marine auf den Overlord. Da hinten. Ich bin einfach gerade blind, es ist auch schon viel zu spät. Und der Overlord, er wird scouten, aber er wird das nicht überleben. Banshee wird gebaut. Mal sehen, ob es Cloaking Field mit dazu gibt. Aktuell, solange der Overlord noch lebt. Okay, wird nochmal angedrückt im letzten Moment, als der Overlord noch lebt. Ist die Frage, wird das direkt wieder gecancelt? Wenn das dann schauen, die Helens hier vorne vorbei. Wir behalten mal das Tech Lab kurz im Blick. Und aktuell läuft das Upgrade weiter. Banshee ist down natürlich, bis sie gebaut sind. Helion Reaper Combo schnappt sie in Creep Nummer. Dafür geht der Reaper drauf. Natürlich nicht so schön. Einen Creep-Mod zu kriegen und dafür einen Reaper zu verlieren, ist es nicht ganz wert, weil die Queens sammeln natürlich die ganze Energie und der Creep wächst trotzdem und versucht das so ein bisschen auszubremsen. Ja, und Cloak ist weit unterwegs. Bei der Banshee könnte dann noch gebaut werden. Geld wäre da dafür bei Dream und wird auch direkt angedrückt. Makro passt also. Die Factory gibt den Reaktor frei. Da wird eine Barracks gebaut. Es gibt mehr Barracks hinterher. Also der Plan ist auf jeden Fall bei und danach Stim auch sofort unterwegs, nachdem das Tech Lab gebaut wurde. Aber wie man sieht, Cloaking wird weiter durchgezogen. Rainer bereitet sich vorher natürlich die Scouting-Infos und baut somit Spawncrawler, holt sich einen Leertag. Mobile Detection ist natürlich immer noch ein bisschen hilfreicher als nur Spawncrawler. Palians cruisen hier durch die Gegend. Aber an sich ist natürlich noch nicht arg viel eingegangen. Ich meine, wir haben 179 Resources lost. Das ist kaum der Rede wert. In den ersten 5 Minuten. Aber die Banshees können dann vielleicht was tun. Hier wird hauptsächlich Creep abgeräumt und eben auch nachgesetzt mit insgesamt 7 Queens auf dem Feld. Sollte das kein Problem sein für Rainer. 55 zu 46 der Worker-Count. Der Terraner hat natürlich eine dritte. Also die Economy läuft. Da ist Doppel-Banshee mit Cloak. Der Starport baut sich dann wahrscheinlich einen Reaktor. Da ist auch gerade direkt dabei. Und hier gibt es nochmal den Tech-Lab-Wechsel. Bisschen den Add-on-Wechsel. Reaktor für Tech-Lab getauscht. Der Marine steht da noch kurz im Weg. Ab dann kann man hier natürlich Siege-Tanks bauen, um die Marines zu unterstützen. Ist gerade in der Frühphase durchaus noch wichtig, falls er mit Roaches vorbeikommen sollte. Wobei hier hätte Dream ja die Banshees, mit denen man auch noch ein bisschen was machen kann.
So, und die Banshees aber kriegen sofort was von den Queens ab. Sind zu nah am Spawn, werden sofort gesehen und machen damit noch echt nicht wirklich viel. Erster Kill. Wir haben 1-1 unterwegs. Bei Nest währenddessen kommt bei Rainer. Hat noch keine Evolution Chamber, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, noch keine Evos da. Könnte also noch ein Spire vorher werden. Erstmal kommt Baning Speed. Zwei Drones wurden eliminiert. Und nein, da kommt die Evolution Chamber. Also der Fokus ist nicht Link Baning Mutter. Das tut dann eher erstmal. Es könnte immer noch Nydra danach gezogen werden, aber es sieht erstmal nach Link Baning aus. Ich meine, wir haben es von Rainer schon oft genug gesehen. Er mag die Lurker ziemlich gerne und er ist damit auch ziemlich gut. Mehrfach gesehen, wie Rainer einfach seine Economy hochpusht und einfach Überlebenskünstler spielt, bis ja, er einfach den Lurk-Attack draußen hat und dann dreht er den Spieß um, weil dann hat er so viel Geld, dass er seinen Gegner einfach überflutet mit Einheiten. Mal gespannt, was Stream dagegen macht. Der baut sich hier erstmal eine kleine Wall, um die dritte abzuschirmen, damit da nichts einfach reinrennt. Solange die Rocks da sind, ist das auch gar kein Thema. Zu Hause die Einheiten werden nochmal repariert. Und hier vorne sind die ersten Marines. Da wird gestimmt, gescannt, ein paar Kryptomare gehen drauf und die Queens geben jetzt ihr Bestes in der Verteidigung. Und die Queens schlagen Mächte zu Queens, haben bisher nicht die Feuerpower, um gegen die Masse an Dinge durchzukommen. Wie man sieht, es ist kein Zusatztech dazugekommen. Es kommt 1-1, es kommt Baning Speed, aber es ist Link Baning, was Rainer hier spielt. Mit einer fünften Hedge auch schon unterwegs. Die vierte Hedge ist nämlich schon am Start tatsächlich. 79-72 der Worker Count. Also ja, Rainer eskaliert wieder in die Economy. Das ist bei ihm kein ungewöhnlicher Anblick. Mal sehen, ob der Dream mithalten kann. Also es würde mich natürlich nicht wundern, wenn Rainer auf einen dreistelligen Work-Account geht. Spannend, Rainer. Wir hatten jetzt Rainer einige Spiele lang nicht, natürlich. Aber so das Feeling ist schon wieder da. Rainer, der einfach dann Masse aufs Feld wirft. 80 Drones bisher, aber 71 SVs auch. Also die Dream Economy kann durchaus mithalten. Und sein Army Supply vor allem auch. Rainer mit Nulling Baning muss halt doch vorsichtig sein, welche Kämpfe er nimmt und welche nicht. Und ja, man sieht es hier, der... Die Wahl ist es, keinen Kampf zu starten. Stattdessen gibt es einen Counterattack auf die SCVs. Und die Baninge sind dran. 8 SCVs werden da gesprengt. Die Linge kommen hier aber nicht raus, weil die Wall da ist. Also die Linge werden hier nicht lebend rauskommen. Versuchen wir mal vielleicht was mitzunehmen an SCVs. Aliens jagen da hin und her. 8 SCVs bleiben es am Ende. Die Linge werden alle gekillt. Und damit verliert natürlich Rain einen ganzen Schwung an Army Supply. Das ist auch nicht so zu viel. Macht zwar Damage an die Economy, das ist jetzt nicht so krass. Und ihn kostet es eben Supply, das kämpfen kann. Das heißt, er muss jetzt aufpassen auf den Counterattack von Dream, weil der ist ziemlich mächtig. Da ist ein 100 Army Supply am Anrollen mit mehreren Panzern, 3 Stück. Die 2 Banshees sind noch am Leben, 6 Hellbats mit drin. Nächste Baning Welle kommt da angerollt und rennt einfach nur ein Link durch die Gegend. Aber die Turn Army bisher behauptet sich hier, wartet natürlich auch, dass er Creep zurückgeht und versucht, die vierte zu pushen. Rainer wird das Schnapp ziehen in Infestation Pit, hat einen weiteren Linkhaufen. Draußen könnte da entweder der Army in den Rücken fallen oder eben ein Counterattack auf die dritte starten. Vorne kommen ein paar Baning ran und die Queens gehen mit nach vorne tatsächlich. Transfusen sich. Müssen sich Transfusen, weil die hätten das sonst nicht überlebt. Die fünfte Basis Rain ist online. Worker Count ist aber nicht so brachial hoch. Und stattdessen wird er einfach mit allen Mitteln verteidigt. Die Baning gehen mir kurz ran ab. Die Mietz machen ein bisschen guten Job. Lassen sich vom Panzer auch beschützen. Er haut da ständig Splash Damage rein für Rainer. Ist es wirklich keine einfache Defense? Hat hier noch mehr Einheiten versammelt. Mehr Linge und mehrere Banes mit dabei. Da ist ein Siege Tank. Das sind ein paar Halbets. Die Linge versucht daran zu rennen an den Panzer. Baning kommt jetzt mit dazu. Die dritte wird das ein weiteres Mal angegangen. Und die Verteidigung wird hier überrollt. Das heißt, die SCVs sind in Gefahr. Es kommen aber nochmal deutlich mehr Marines nach. Die SCVs werden gejagt von den Banes. Und die SCVs, ein paar gehen drauf. Aber der Split ist ziemlich gut hier für Dream. Wird 11 SCVs, aber kriegt natürlich wieder einen Haufen an Zeugarmies. Aber jetzt kommt die nächste Welle. Und die geht direkt auf die Hauptarmee drauf. Da springen wir nochmal kurz zurück, weil da. Ja, Rainer hat das eben ausgenutzt. Wenn das nicht daran, dass er abgelenkt war, hat er versucht. Ja gut, er war selber abgelenkt, wie man hier merkt, weil der Angriff kommt eben ein Stück später. Er wartet noch auf eine Welle Baninge. 2-2 wird auf jeden Fall nichts werden. Und wie man eben sieht, hier dann die Terran-Einheiten werden gerade nicht kontrolliert, sind nicht markiert, sind nicht gemicrot und dann rollen die Baninge einfach völlig rein und nehmen hier so ziemlich alles aus. Das Split ist hinten raus nochmal ziemlich gut, um dem Zeug möglichst viele Einheiten dazu kosten. Aber am Ende bleibt von der Terran-Arm hier nichts übrig. 11 SCVs gehen mit drauf. Ein Baning steht hier noch rum. Der wurde tatsächlich nicht gekillt und das macht mich wahnsinnig, aber Dreammarkt, er zieht die SCVs erstmal noch kurz weg und killt den Bane. Dafür brennt jetzt die Refinery. Unglücklich gelaufen. Hier ist halt so ein ganz ekelhafter Creep-Highway direkt ran an die Terraner-Basis. Und ja, den möchte jetzt Dream auch unbedingt aufhalten. Das geht so nämlich nicht mehr. Hat da keinen Bock drauf, dass hier einfach so viel Creep vor der Haustür rumsteht und dass die Linge dann so schnell nochmal auf ihn zurennen können. Hier sind nämlich auch schon wieder Linge unterwegs und die blockieren die Marines einmal. Die Wall steht tatsächlich noch, also die kann man nach wie vor nutzen. Aber Rainer taggt. Jetzt kommt der Hüter denn, es kommt der Hive-Tag. Ansonsten 2-2 und Obi-Speed. Und Rainer pumpt Masse nach. Er baut nochmal, ja, jetzt kommt massig Drones. 12 weitere Drones, da geht das auf 95 Worker.
und sage, die Chance, dass Rain auf einen dreistelligen Worker-Count geht, die ist da. Weil er der Typ dazu ist einfach, der das macht. Und da kommt schon eine neue Basis. Eine Basis Nummer 6 und der Terran ist immer noch auf 3 Basen. Das ist das Gefährliche gerade für ihn. Kann seine Economy da standhalten mit der Flut an Drones, die Rain da aufs Feld wirft. Ja, 92 werden es jetzt hier. Mit noch ein paar Gebäuden zwischendrin. Aber da kommen nochmal mehr Drones nach. Und eben hier neue Basis. Hier drüben wird ein bisschen aufgestellt mit Marines und dem Panzer als Backup, damit die Linie nicht so viel anrichten. Creep ist ein bisschen zurückgegangen, aber hier, man sieht es auch, nachgesetzt. Es sind nämlich 11 Queens auf dem Feld. Die Rain ist wieder komplett am Eskalieren auf jeden Fall. Der hat da wirklich Spaß damit. Massive Drones, massive Economy, dann werfen einfach allerhand Einheiten aufs Feld. Hier sind ein paar Marines unterwegs, aber Rain in Combat angerollt. Da kann man noch einladen, da wird rechtzeitig eingeladen. Gut reagiert hier. Und Beam versucht natürlich, sich nicht zu weit zurückzuziehen, weil er möchte den Druck weiter aufrechterhalten. Man darf den Zerg nicht alles durchgehen lassen. Ah, das ist mega schön. Der Zerg hat jetzt schon so viele Werkzeuge einfach auf dem Feld hat. Und da kommt gleich noch die große Gefahr, kommt erst noch. Der Lurker dann ist gleich fertig, dann werden die Upgrades angedrückt. Hier gibt es aber auch eine Basis Nummer 4 für Dream. Die wird wahrscheinlich gepairt werden. Da kommen ein paar Gebäude mit dazu. Jetzt ist endlich der vordere Creep weg, aber dafür ist hier direkt der nächste Creep im Sensor Tower gelandet. Hier ein paar Marines sind ein bisschen zurückgelassen worden. Freunde Medivacs versuchen jetzt sich hier den Rest der Gruppe anzuschließen und das reicht hier. Fight off Creep ist Rainer's momentan nicht wert. Er wartet vor allem halt auch einfach auf seine Upgrades und sammelt währenddessen weg. Wir sind bei 99 Drones. Nicht sicher, ob er das macht, um mich zu ärgern. Bleibt genau auf 99 stehen. Einfach, weil es kann. 70 SCVs stehen dem gegenüber. Und die Turn Economy läuft auch nicht schlecht, aber man sieht wirklich die Wellen, wie Rainer's Economy da hochskaliert. Und jetzt hat er volles Supply, sammelt fröhlich Bank. Vespinka sieht noch ein bisschen dünn aus, wie man sieht. Er hat aber 28 Larven, also er kann massig Linge nachbauen. Die Linge rennen auch einmal fröhlich ins Panzerfeuer. Also da wird man Linge nachbauen müssen. Man sieht aber, bei Rainer waren nur Upgrades unterwegs. 3-1 Adrenal Glands und Seismic Spines. Danach wird noch Adaptive Talents folgen. Dass das nicht direkt cute ist, überrascht einen eigentlich. Und auch beim Terraner kommen weitere. Jetzt mit 3-3 und plus 1 für die Panzer und eine Ghost Academy und 2 weitere Commands sind das. Das kann sein, wir sind ja noch ein bisschen länger, wenn Rainer hier es nicht schafft, Dream zu brechen. Weil aktuell sieht es aus, als würde er sich dafür aufstellen. Hat nämlich Vipern mit dabei, hat jetzt seine Lurker, wartet natürlich auf seine Upgrades. Diese Seismic Spines hat er, Adaptive Talents hat er gerade nicht angedrückt. Und da gibt es einfach einen Lurker-Drop. Schleicht sich dadurch. Hier fliegt später irgendein Viech rum. Sorry, ich war gerade abgelenkt, weil das ist, wenn das direkt vom Bildschirm rumschwirrt, das nervt. Wie man eben sieht, da ist diese Aufstellung. Die Zerg Army versucht hier den Terran anzugehen, aber die Verteidigung von Dream sieht ziemlich übel aus. Eine Wand an Gebäuden und Panzern, da muss man erstmal durchkommen. Das ist wahrlich nicht einfach. Also für Rainer, er respektiert das gerade auch. Er hat jetzt gerade keinen Bock, da direkt reinzurennen, sondern er sammelt einfach fröhlich weiter Geld. Und baut jetzt ein Doppel-Nydus-Netzwerk. Halleluja. Doppel-Nydus-Türme, die man dann setzen kann. Es ist hier der Drop hinten drin, aber wird recht schnell realisiert, dass er da ist. Und Lurker 1 ist schon down. Overlord wird gejagt. Das sieht nicht gut aus für den Drop. Wird komplett limitiert, aber da kommt die Hauptarmee angerollt. Und die versucht da reinzukommen. Attack ist aber nur auf den Liberator. Aber jetzt waren die Panzer reinzuhören. Tatsächlich, die Panzer haben die Baning schon aufgenommen. Jetzt sind die Lurker hier ohne Support. Das war kein guter Move gerade für Rainer. Da verliert er einfach Units. Das war, ja, zu viel gewollt und nicht wirklich viel erreicht. Und es waren 70 Linge nachgebaut. Halleluja. Wie viele Larven hat er noch? 19. Okay, ist ein bisschen mehr wäre noch gegangen, aber nicht arg viel. Und da kommen die nächsten Drones. Das katapultiert uns endlich in den dreistelligen Bereich. Wäre das nach Dream 69 SCVs. Da fliegt der Turbo Overseer an. Der hat sein Speed Upgrade und das soll eine Nydus Party geben. Zwar Doppel-Nydus-Wurm. Das macht es durchaus unangenehmer, die zu clearen rechtzeitig. Vor allem, wenn der Terraner next wäre. Aber aktuell, Marines rennen da hinterher. Also Dream, ja, spätestens jetzt weiß es. Er hat das nicht direkt gescoutet, dass die Dinge hier sind. Aber er weiß jetzt Bescheid. Und muss sich natürlich jetzt ständig um diese nervige Geschichte kümmern. Overseer fliegt dann aber in den Tod. Der Overseer ist weit unterwegs. Das ist ein technisch gesehenes Nydus-Wurm, auch nur ein dicker Creep-Tumor. Also, man, je nachdem, wie man es sehen möchte. Aber natürlich, die Nudelswürmer werden hier geklärt. Die Overseer flattern hier weiter durch. Aber es sind Vikings da. Und die können sich die Overseer vornehmen. Währenddessen gibt es aber unten den nächsten Nudelsversuch. Der wird allerdings auch direkt abgefangen. Der nächste Overseer gibt sich in Gefahr. So, Rainer versucht sie mit verschiedenen Mitteln. Aber hier ist PF, Panzer Defense. Die Linge versuchen ihr Bestes. Abdackt jetzt auf die Siegstanks. Die ballern aber nochmal eine Runde raus. Die PF, nein, wird geblinded, clouded. Hilft aber nicht gegen die Linge. Alles im Mini-Range kann man trotzdem angreifen. Aber die SCVs leiden hier. 9 SCVs gehen drauf. Und die Baninger rollen weiter. Die wollen an die SCVs an der dritten ran. Mehr SCVs sterben hier. 16 Stück sind insgesamt. Und das PF wird am Ende auch noch komplett gecrushed von der Zerg Army. Da bleibt nichts übrig. Doppel-Nydus-Wurm kommt sofort hinterher. Da gerade da, wo die SCVs fahren, ist ein Panzer gerade frisch gespawnt. Was soll das hier? Wieso spart der mich hier ein? Und der Panzer natürlich kümmert sich hier um die Nydus-Wurm. Die werden geklärt. Ein Changing ist noch übrig. Der Overseer flattert hier weiter durch die Gegend. Und der Dream, er hat jetzt hier
nur C direkt rüber gelandet. Hat hier nochmal einen Kommandozer, das kann er zum PF bauen, um da bessere Verteidigung zu haben. Raynor macht auf jeden Fall ein bisschen Schaden an die Convoy. 57 zu 101 Worker. Dafür natürlich hat Dream mächtig Army Supply, wenn er mal maxed out ist. Overseer wurde gerade zersäbelt vom Snipe und die Nudos werden wieder geklärt. Währenddessen ist die nächste Zerg Army bereit, versucht den nächsten Angriff auf die nächste Planetary Fortress. Hat man also alles schon mal gesehen. Panzer rollen aber doch mal ein paar mehr mit an. Abwachs kommen dazu. Die Vipers sind so ziemlich out of energy. Da können nicht mehr so viel tun. Währenddessen wurde die PF geknackt. Die Dinge gehen nochmal die Panzer nach. Die Terran-Verteidigung sie hält. Die Worker gehen nicht so viel down. Die Basis kann direkt umgesetzt werden. Kostet natürlich auch Raynor. Gute Stange an Geld. 15 zu 23.000 Resources lost. Raynor hat aber immer noch Bank und pumpt einfach fröhlich Units nach. Hat auch immer noch über 100 Drones und frisst währenddessen die Mapplayer. Schnappt sich jetzt die beiden Basen hier, die hat er sich schon geschnappt. Muss nur noch Drones hinschicken. Creep ist ein bisschen fleckenhaft, aber er ist irgendwie überall. Und irgendwo sind gerade Mastic SCVs gestorben. Das war, glaube ich, einfach der Nudoswurm, ja. Nach so vielen Nudoswürmern, und zwar nach den ersten 8, irgendwann verpasst man halt mal, man kann ihn rechtzeitig killen, dann kommen da einfach ein paar Baning raus und prompt gibt es das Chaos. So sind die ganzen SCVs hier gerade gestorben. Einfach Baninge, die reingekugelt sind. Weil das ist unten Creep, oben Creep, überall Creep. Dem Zerg gehört die Map mehr oder weniger. Und ja, Raynor hat sich alle Basen geschnappt, die verbleibend sind. Das heißt für Dream, das ist so gerade sein Gebiet und um das darf er sich fleißig kümmern und muss hoffen, dass er sehr, sehr effizient arbeitet. Aber Raynor versucht hier ranzurennen, die PF allerdings mit Panzerunterstützung. Das ist wahrlich kein leichter Job, da durchzubrechen. Wie viele Dinge hat Raynor auf dem Feld? 40 tatsächlich nur. Und da geht's einfach drauf. Blinding Clouds kommen, aber... ein Abduct, ein komischer Abduct hier direkt nebenan. Nicht sicher, ob der so geplant war. Die SCVs laufen wieder weg. Die SCVs ein neues Leben momentan noch, weil die Panzer und die Marines tanken gerade die Baninge weg. Ein paar Linge sind dran zwischen den SCVs. Aber die Terran-Verteidigung, sie halten wir das mal. Der Lurker geht an. Ein paar Lurker sind aber noch in Position, aber auch die werden angerannt von dabei und mit den Panzern zusammen mit einem Snipe. Und die Zerg-Army wird da wieder aufgeräumt. Man bricht ein bisschen vorwärts durch die Verteidigung durch, aber das Terran Supply, es steht noch. Es kann noch weiter fighten. Problem ist halt, von Raynor kommt halt eine endlose Welle nach der anderen. Das hört halt gerade einfach nicht auf. Er hat immer noch eine 4000, 2500 Bank. Und geht, er hat gemerkt, dass er Adaptive Talents nicht dabei hat. Das hätte ihm ein paar Angriffe vermutlich ein bisschen erleichtert. Also auch Raynor, man sieht, er ist nicht fehlerlos. Das hätte sich durchaus schon früher leisten können und hätte auch durchaus schon früher gerne haben wollen, das Upgrade. Aber er hat es einfach ein bisschen verpennt. Und die nächste Welle rückt an. Also Dream gerade nonstop unter Druck. Also möchten wir das eigentlich andersrum machen, dass der Zerg natürlich unter Druck ist. Aber das wird hier nicht funktionieren. Der Zerg ist schon wieder da. Dieses Mal ist es kein PF. Die Panzer werden von der Blinding Cup betroffen. Das heißt, die linke Baning pullen fröhlich nach vorne. Die Hydras mal ein bisschen Damage. Der Leopard, da gibt es sein Bestes, um Einheiten aufzuheben. Aber wird am Ende abducted, wird da auch geklärt von den Hydras. Die Baninger pullen nochmal weiter nach vorne. Und die Terran Army, wo ist sie? Es sind irgendwo 70 Supply unterwegs. Aber nein, die Baninger rollen einfach völlig durch. Die SCVs leben dank Upgrades. Es ist auf den Blingen Baningen plus 3, es ist auf den SCVs aber auch plus 3 Armor. Und somit lebt man da mit einem Hitpoint. Mit plus 2 wären sie tot. Mehr Ghosts werden gebaut. Und ja, für Dream. So langsam kommt seine Geldversorgung ein bisschen ins Stocken. Weil er hat natürlich jetzt auch das Problem, Mainbase ist leer. Natural ist auch fast leer. Das heißt, die dritte, vierte, fünfte, an denen hängt es, aber die werden gerade ständig angegriffen. Und die Queens, ja, beide inzwischen schon persönlich, weil sie denken, wir haben nichts Besseres zu tun. Creep ist irgendwie überall. Eigentlich stimmt auch nicht so wirklich, wenn man das so unten rechts schaut. Da ist noch nicht so viel Creep tatsächlich am Start. Und die Queens verlieren den Arm nach dem Fight. Aber Raynor kann natürlich das Supply auch durch was anderes ersetzen. Mehr Linge, mehr Baninge und er versucht auch direkt wieder mehr Nudoswürmer. Der Overseer wird da geklärt. Nein, wird nicht geklärt. Überlebt auch noch mit 23 HP. Aber der Nudos ist ein Problem. Der Doppel-Nudos ist ein Problem. Die Frage ist, wie viel ist gerade drin? Die Vikings landen und versuchen da zu helfen. Aber währenddessen ist der Schwarm gekommen, um eine weitere Basis zu zerstören. Und die SCVs dieses Mal sind sie betroffen. 20 SCVs down. Und da ist einfach nicht so viel Army Supply gerade für Dream. Seine Basis hier fällt nach und nach. Der Panzer weiß gar nicht, wo er als nächstes hinschießen soll. Oben explodiert noch mehr. 35 SCVs in der Mainbase. Die Nudos wollen tatsächlich war nur die Ablenkung. Das sind Einheiten, die gerade nichts zu bekämpfen haben, außer den Nudos. Und hier unten stoppt währenddessen alles weg. 41 SCVs waren es insgesamt. Und ein riesen Basenproblem. Das schauen wir direkt nochmal an. Einfach dranbleiben an der Aktion. Man sieht ja, die Basis wurde direkt geliftet. SCVs versuchten zu fliehen, aber wurden trotzdem getroffen. Oben die Nudos war die eine wunderbar rübergezogen natürlich. Also da gab es dann Koordinationsschwierigkeiten. Ja, die SCVs dann irgendwo mittendrin in dem Chaos. Die wenigen dachten sich, ja gut, das sind noch SCVs übrig. Dann nehmen wir die auch noch mit und das OC gleich noch mit dazu. Und da nochmal ein paar wenige sind damit durch die Gegend gerollt. Haben dann mal den Panzer ein bisschen angeschlagen. Interessiert das nicht so viel. Problem ist aber einfach, man sieht es hier, bei Dream, das Supply kommt nicht in die Höhe. Bei Raynor ist immer noch eine... Die Bank wächst bei Raynor. Trotz der ganzen Fights wächst seine Bank. Er ist immer noch über 100 Drones. Frisst die fröhlich die Map leer. Und da kommen Scans von Dream, wird sich denken, Halleluja. Der ist echt überall. Ja. Es ist wirklich
Dream kämpft gegen eine Wand an Zerg und jetzt versucht er diese Wand zu brechen. Geht nämlich jetzt mal raus, aber er ist halt voll im Zerg-Gebiet. Er wird da überall direkt gesehen und die Linge wollen direkt auf die Panzer. Es sind sehr viele Siege-Tanks hier, wenig Bio-Support im Verhältnis und der Baning aber damit nicht so effektiv. Die Panzer ist jetzt nicht so krass betroffen von dem Baning. Man sieht ja, die halten das erstmal durch. Baning aber, er schwimmt einfach dermaßen im Geld, dass es für ihn kein Problem sein sollte. Solange er die Larven hat, kann er da auch Reinforcements ranholen. Doppelnüdes, um die Basis direkt zu blockieren. Ist auch mal schön. Und da sind Lurker dieses Mal drin. Man sieht's. Und das heißt, gibt es nicht viel Spaß für die SCVs, wenn das ein versucht, die Turnnahme zu pushen. Aber die kann ja gar nicht so viel pushen, was Zerg auf der Map ist. Die Nudes sind fertig, die Lurker wurden aber zu Hause rausgeholt, um bei dem Fight hier zu helfen. Fangel von der Seite auf die Panzer, auf die Marines. Und das heißt, da kommt weniger. Die Lurker gehen auf den Highground, sind drin und die Turnnahme, da bleibt nicht viel. Das sind die letzten 69 Supply. Nice, aber das reicht nicht für Dream. Da ist das GG und da ist das 1:0 für Rainer. Wirklich erdrückender Spielstil hier von ihm. Hat im Early Game nicht so viele Probleme, also wurde da von Dream relativ zahm behandelt, muss man echt sagen. Da hat sich Dream nicht, oder er hat einfach nicht so viel Schaden machen können. Er hätte da Rainer deutlich mehr zufügen müssen, man sieht einfach Rainer. Dann kam in die Eskalationsphase und Dream dachte sich, ich baue jetzt erstmal meine eigene Army auf, chillen Moment. Und ja, chillen Moment heißt bei Rainer, ja gut, mir gehört jetzt die Map und bei dir so. Und das, ja, war für Dream jetzt kein guter Start. War wahrlich kein guter Start, Gott. Sind das 5000? Wir haben die 5000 geknackt. Ein Zerg mit halt 100 Drones gegen 30 SMR hat dreimal so viele Worker wie Dream. Also, gut. Kein schönes Feeling. Und das ist ab Minute 10. Das ist Minute 10 bis Minute 20. Das ist der Mining-Vorteil. Das ist... Wir haben die Skala nicht oft auf 4000, dass die auf 4000 springt. Das passiert echt nicht häufig. Am Ende ist einfach da... Ja, ich meine, er hat immer noch eine 6000, 3500 Bank Rainer. Das ist ein bisschen absurd, was er sich da gerade abgeliefert hat. Na, gespannt, was Dreams Ansatz ist. Also ich würde jetzt einfach auf die Reaktionen Doppel-Proxy-Rex und gib ihm. Lol, und Dream hat tatsächlich denselben Gedanken wie ich. Das habe ich jetzt eigentlich echt nicht erwartet. Na gut. Okay, ne, er legt einen drauf. Er macht eine Triple-Rex draus. Das ist keine Doppel-Proxy-Rex, das ist eine Triple-Proxy-Rex. Also, ist tatsächlich auch sein Gewissen. Das mit dem Makro-Game macht er keinen Spaß. Wir versuchen das jetzt anders. Und das ist dann Marine Bunker Rush, weil das wird man mit Reaper nicht hinkriegen, mit drei Barracks. Da kommt auf jeden Fall eine dritte Rex. Die stehen auch weit weg. Und da ist ein Overlord auf Kurs. Wir gucken mal, ob Rainer das ins Visier bekommt. Ja, momentan ist es nicht ganz optimal, der Kurs. Also Dream, was kann er mit diesem Bild anfangen? Okay, Overlord korrigiert nochmal. Es wird jetzt langsam knapp. Okay, er hat das SCV, glaube ich, gerade gesehen. Ja, spätestens jetzt weiß es. Sieht die erste Barracks, sieht die zweite Barracks, sieht die dritte Barracks. Aber er kann sie nicht stoppen. Also da kann Rainer nicht viel dagegen machen. Er hat mit Hedge First eröffnet Gas Spawning Pool. Also seine Defense besteht dann erstmal aus Drones. Und da werden sofort Drones losgeschickt, denn, ja, Priorität 1, Bunker verhindern. Ja, kommen wir jetzt zu den Marines natürlich mit an. Massenhaft Marine-Produktion. Und dann gibt es hier ordentlich Feuerpower. Jo, bin mal gespannt, wie hält Rainer das auf, wie will er das aufhalten, kann er das aufhalten, weil da beginnt nach und nach ein Punkt und aktuell keine Reaktion direkt von Rainer. Interessante Wahl, keine Heft, okay, er reagiert mit Roaches, also er versucht dann über Corrosive Biles, die Marines halten sie erstmal zurück, da gibt es nochmal eine kleine Bunkerwall, muss natürlich das bauen, bevor der Creep da ist, also weil der Creep da ist, kann man keine weiteren Gebäude bauen. Das ist eine schöne kleine Wall, da kann man sich auch dahinter stellen, die für die Dinge richtig eklige Fight-Position. Dann sprengt die Dinge versuchen einfach zu finden, dass der Terraner in der Mainbase Fuß fassen kann. Aber aktuell ist es einfach die Natural, die jetzt hier leiden muss und die wahrscheinlich nicht überleben wird. Kommt ein Spinecall, es kommt ein Roach von, es ist Geld da, es sind ein paar Larven da, viel mehr Larven geht natürlich gerade nicht, weil noch keine Queens mit dabei sind. Zwei Bunker dann, da kommt ein Scout nach einer dritten Basis, da ist aber keine dritte. Und da kann Dream mächtigen Schaden austeilen, also er sollte die Hedge kriegen, das kommt sogar noch ein Backup-Bunker, die Queen kann vom Highground runterspucken. Das ist ein bisschen darf töten. Wir freuen uns dann auch drei SCVs, weil eben drei Barracks gebaut wurden. Und Rainer kommt gerade nicht so wirklich aus seiner Base raus. Spinecaller wird nach vorne gezogen, um gegen den ersten Bunker zu helfen. Ja, da kommt eben Schaden mit drauf. Die ersten Roaches sind sie auch gespawnt, da wurden die Larven nochmal genutzt. Die Roach aber kassiert mächtig. 16 Points. Oder wahrscheinlich direkt zum Ravager, könnte ich mir vorstellen. Highground Vision ist keine möglich, außer es kommt eine Barracks drüber. Es kommt eine Barracks drüber geflogen. Dauert nur ein bisschen. Overlord wird da auch noch gejagt. Aber wie man sieht, Bunker 1 wird belagert und der ist halt zu nah an der Rampe dran. Der zweite Bunker, der kann mit Corrosive Biles belagert werden. Die Barracks hilft gegen den einen Obi. Rainer damit Supply capped. Und der Corrosive Biles. Und Dream muss einfach nur ständig aufpassen, dass er das nicht zu schnell aufgibt. Wie man sieht, er, ja, möchte einfach so lange wie möglich Stellung halten. Hier, das ist gerade noch der Gedanke. Oh, der Ravager kassiert. Muss man aufpassen. Ja, der erste Barracks fliegt nach Hause. Die zweiten zwei Barracks sollten auch wegfliegen, so langsam.
Spinecrawler. Ist das Range? Ist das in Range? Bin mir nicht sicher. Bin mir gerade wirklich nicht sicher. Könnte knapp werden. Er ist in Range. Genau der Spot. Und da wurden eins der SCVs gekillt. Das heißt, der Repair ist langsamer und das heißt, der Bunker wird nicht mehr lange leben. Es sind halt nur 4 Marines. Die Brandics fliegen jetzt alle nach Hause. Terran natürlich muss erstmal noch eine Basis nachlegen. Das kommt ja auch, aber es ist One Base gegen One Base. Und der Zerg ist bekanntlich auf One Base nicht sonderlich gut. Das Hauptproblem für den Terran ist hier, dass der Zerg einen Counterdeck starten kann mit der Revolution. Das ist noch etwas unangenehm. Und wie man sieht, der Bunker versucht einfach Zeit zu kaufen. Der Bunker wird das aber nicht überstehen. Das ist wieder nur noch eins übrig. Repariert was? Das Zeug halt. Da geht's mal rein. Dive auf den Ravager. Dive vielleicht auf die Queen. Aber nein, die Queen überlebt das auch tatsächlich. Der Ravager wurde transused. Also wenn er holt, dann nochmal viel möglich da raus. Resources Lost ist fast gleich. Aber muss bedenken, der Zerg ist auf einer Basis. Und der Zerg ist halt auf einer Basis alles andere als gut. Also schon direkt Long Distance Mining. Die Barracks natürlich waren jetzt lange im Flug. Die einen beiden könnten auch schon näher zu Hause sein, wenn sie früher losgeflogen wären. Somit hier, man sieht es, Tech Lab an die Factory. Da wird jetzt panisch dann noch ein Cycle rausproduziert, aber es ist Rainer, der sich zurückhält hier. Er möchte gar keinen weiteren Attack starten. Und man muss auch sagen, er hat gerade den Overlord vorne verloren und das findet das. Ist mir gerade ein bisschen entgangen. Die Marines haben vorne den Overlord mit der einen Barracks gekillt, der hier stationiert war. Und ohne High Ground Vision funktioniert das einfach nicht. Also man würde den Terraner gerne belagern mit Corrosive Biles, weil einfach Corrosive Biles haben eine höhere Cast Range als die Marines Feuer Range haben. Und darum baut man dann eben einen Cyclone oder einen Panzer, um dagegen sicher zu sein. Aber dadurch, dass der Overlord gestorben ist, fehlt die High Ground Vision. Und damit fehlt die Möglichkeit für Rainer da was zu tun. Und er versucht eine dritte zu setzen. Also für Rainer, das ist nicht der geilste Start. Also Dream hat Schaden gemacht. Er hat es nicht geschafft, den Zerg zu killen. Aber das hat ordentlich eingeschlagen. 28 zu 28 Worker. Rainer versucht jetzt natürlich zu dronen, was das Zeug hält. Hat Creepsbird unterwegs, kann man sich seine Linie rausschicken. Aber an sich hat Rainer gerade nicht viel Präsenz auf der Map. Und dem konzentriert sich auf sein eigenes Spiel. Ja, mit der dritten, die auch direkt im Bau ist. Doppelreaktor auch. Der Link wird direkt zersprengt. Da kommt ein Viking mit dazu. Kann Dream diese Chance nutzen? Er konnte es im Early Game nicht beenden. Aber er sollte hier in ein besseres Mid- und Late Game kommen. Wenn er bis ins Late Game ziehen möchte. Auf jeden Fall wird er ein besseres Mid Game haben. Weil Rainer einfach nicht so stark startet. Man sieht auch Rainer sogar mit Sicherheit Spawncrawlern für alle Fälle. Also möchte da nichts anbrennen lassen. Ist natürlich noch nicht raus. Kommt schon mit dazu. Overlords werden auch zurückgerudert, weil ein Viking draußen ist. Und das geht natürlich auf die Jagd und versucht Overlords zu killen. Geht da auch einen an und ist dann Zeus in der Nähe. Oh, Frost bei. Trifft nicht. Zeus wäre in der Nähe, also der Overlord wird da nicht sterben. Das Viking hat noch keinen Kill, aber das treibt die Ovis zurück und das treibt natürlich die Vision für den Zerg zurück. Und das ist alles hilfreich für Dream, der jetzt seinen ersten Drop startet. Zwei Packen an Marines geladen. Stim ist noch ein Stück weit weg von der Fertigstellung, da kommt plus 1 Carapace relativ schnell. Zweite eBay Evolution Chamber arbeitet nicht. Und dazu Roach Speed tatsächlich. Also Rainer versucht mehr auf die Roaches zu investieren als mehr oder weniger Brückentech. Ich glaube nicht, dass er ewig auf den Roaches bleiben möchte. Es hilft, dass die so schnell Carapace bekommen tatsächlich. Also Marines werden es schwer haben am Anfang gegen die Roaches, machen einfach keinen vernünftigen Schaden. Und der Drop hier voll gestartet werden, aber einen hätten sofort zur Stelle gute Positionierung hier für Rainer. Hat das im Blick, schickt jetzt einen Overseer raus, um zu scouten. Der hat auch Speed Upgrade. Und er sieht, okay, er hat eine dritte. Das ist natürlich uncool für den Zerg, dass der Terraner so schnell in der Economy auch unterwegs ist. Klar, die Mainbase hat ein bisschen mehr gelitten, weil einfach die meiste Zeit die SCVs nur an der Mainbase unterwegs waren. Gleiches gilt aber auch beim Zerg. Man sieht, die Mainbase von Rainer schwindet bereits. Also eine vierte ist dringend notwendig und wird auch direkt gebaut. Wenn das denn der Drop versucht es nochmal. Aber mutiger Drop. Aber gerade jetzt ist das Carapace fertig geworden. Also man kämpft da nochmal gegen eine Armor mehr. Die Ravager waren als erstes rausgefokust. Nein, der eine Ravager lebt tatsächlich noch. Die Marines setzen sich am Ende doch nochmal durch. Die haben nicht jetzt Stim. Und das sieht man auch sofort. Der Unterschied. Die Marines können da durchfokussen. Aber ja, sie haben es nicht so leicht. Am Ende gehen auch einige Marines drauf bei der ganzen Aktion. Die Queens gucken nochmal kurz aufs Medivac mit drauf. 1-1 beim Terraner kommt ein bisschen später als das zum Zerg. Zumindest das Armor-Upgrade, das Attack-Upgrade ist, glaube ich, ähnlich schnell. Roach-Speed ist gleich da, dann können die Roaches ein bisschen besser noch mobil verteidigen. Nächster Drop wird losgeschickt und wir haben 64 zu 76 Worker. Also die Drain-Economy auf jeden Fall wird trotzdem massiv hochgepumpt. Jetzt gibt es eine Masse Roach-Ravager. Die vierte muss natürlich online kommen, man sieht schon wieder Long-Distance-Mining ist am Start. Aber einfach, ja, man hat keinen Platz für die zusätzlichen Drones. Alle anderen Basen laufen schon so viel, wie es geht. Ist hier eine Armory für das 2-2 und Combat Shield unterwegs. Da wird nochmal der Overseer angeschossen. Geht er auch down? Das Viking kommt nicht ganz ran. Ah, Overseer bleibt stehen. Das heißt, er ist down. Und hier wird ein bisschen Creep geklärt. Und auch eine Roach runtergefokust. Also die Marines nutzen jetzt hier ihr Tempo. Haben jetzt 1-1 fertig. Tatsächlich, das Plus 1 ist ein Stück schneller als das vom Zerg.
Also das hat Rainer echt ein bisschen schleifen lassen. Aber gut, er musste sich um andere Dinge kümmern. Musste gucken, dass seine Economy wieder in die Gänge kommt. Rosie Bice landen auf dem Medivac. Kriegt ordentlich Schaden ab. Geht jetzt erstmal zurück zur Reparatur. Währenddessen der Drop hier ist noch unterwegs. Ist aber nicht mehr so groß. Wann kommt die fünfte für Rainer? Da ist die Drone noch gerade unterwegs. Das kann er aber direkt stoppen, weil die Marines sind direkt nebenan. Einmal kurz mit dem Drücken draufhalten. Das Ding hat 200 Hitpoints. Da kommt man easy durch. Auch wenn ein paar Roaches rasen, sollte kein Problem sein. Ja, da kommt der Cancel. Da kommt direkt der Neubau. Der hat schon nochmal der Versuch, das Ding runter zu fokussen. Diesmal waren es aber doch zu wenig Marines. Währenddessen geht es oben noch ein bisschen an den Creep. Die Länge sind aber da mit dem Queen zusammen verteidigen hier. Da ist ein Viking immer noch einsam unterwegs. Und zu Hause wächst natürlich die Terran Army. Eine vierte Basis kommt dazu. 75 zu 83 Worker. Rainer aber mit Hive-Tech unterwegs. Weitere Upgrades hier, da kommen jetzt auch Melee-Attacks mit dazu. Man sieht eben, die Roaches sind nicht der langfristige Plan. Der langfristige Plan ist der Link Baning mit Unterstützung von Hydras und Lurkern. Da kommt Baning Speed. Plus der Carapace dauert nicht mehr allzu lange. 2-2 beim Terrano mit plus 1 für die Panzer. Also, das Game geht weiter und weiter. Im Early Game ist nichts mehr übrig. Wir sind voll im Midgame. Und hier gibt es den ersten Link dabei. Rennt da voll rein. Da steht aber zu viel Terran. Die Linge schaffen erstmal keinen Damage. Hier unten wird immer noch in den Creep gekämpft. Aber der Creep wächst tatsächlich. Mit der vierten Basis wurde gescoutet. Da gibt es vielleicht noch das SCV. Da werden auch direkt die Mules rangehämmert. SCV bleibt am Leben. Und hier die Zerg Army wandert weiter raus. Da ist nochmal der Drop unterwegs. Könnte die fünfte angehen. Und jetzt gibt es eine sechste Basis mit dazu. Also jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo Rainer am Eskalieren ist. Kann Dream früh genug rausrücken, um das zu stoppen. Rainer ist jetzt maxed. Sammelt also ab hier Bank. 88 zu 78 Drones. Die Economy ist immer noch ziemlich stark mit dabei. Und C-Rainer hatte dann Mining-Vorteil, das war bis die vierte vom Terrano online war. Natürlich kommen jetzt dann gleich die fünfte und die sechste bei Rainer mit dazu. Dann schwingt das wieder in Zerg-Richtung. 91 Drones schon, also huh. Ja, für Dream wird es höchste Zeit, einfach mal rauszumoven. Er hat fast 200 Supply, dann muss er eh fighten. Dann kann er nicht einfach zu Hause rumstehen und das Supply einfach so gammeln lassen. Das möchte man wirklich nicht. Da gibt es einen Drop, der eingeladen wird. Die Terran Army moved über die Mitte der Karte, fängt da noch ein paar Länge ab. Und Rainer ist aber weiter, er ist sehr weit draußen. Er fängt hier schon sehr, sehr früh quasi einen Fight an, bis er droht damit, einen Fight hier anzufangen. Das ist sehr, sehr spannend, wie weit er sich halt auch außerhalb von seinem Creep bewegt, mitten im Sensor Tower hier, ist ihm einfach egal. Er versucht, die Turn Army so lange wie möglich hinauszuzögern, mit Vipern, die unterwegs sind und Uli Cavern. Also das hat schon einen Hintergrund für Rainer. Er droht hier einfach mit den ganzen Mains von wegen, renn hier nicht hoch, ich renn dir entgegen und dann kassierst du den Schaden. Und in der Zeit pumpe ich nach, bis er geht auf weiteren Tech. Die Rainer Bank ist noch nicht so eindrucksvoll. Dream sammelt jetzt auch gerade die erste Bank. Man sieht, die Zerg Army so stark ist am Ende halt doch nicht. Daher weicht jetzt erstmal zurück. Da wird ein weiterer Weg freigelegt. Und hier oben ist eine Basis eventuell in Gefahr. Rainer legt nochmal Drones nach tatsächlich. Er ist halt echt ein Verrückter, was das angeht. Jo, ich habe 89 Drones. Wir sind fast next. Wir haben ein paar Einheiten verloren. Was machen wir? Drones nachlegen. Gar kein Thema. Unten gibt es jetzt den Drop auf der dritten Basis, aber Sporecaller Roaches kümmern sich drum. Der macht nicht arg so viel und vorne geht's auf die Marauder. Marauder Frontline gegen Banelinge. Es sind noch einige Roaches und Ravager auch mit drin, werden aber nicht mehr nachproduziert. Man sieht 2-3 Upgrades zu Dreenaglands, Kitness Painting, 3-3 für die Bio und plus 2 für die Panzer. Ghost Academy kommt, 3 weitere Commands an der kommen. Ich glaube, wir sind auch durchs Midgame bald durch und gehen Richtung Late Game von den beiden. Also Dream versucht's nochmal im Late Game. Entweder hat er keine Sorge, dass das nicht klappt. Oh, kriegt er fast die Viper. Wenn er kassiert die Curse gekommen. Hat er natürlich mega viele Panzer. Jemand das nutzen, die Roaches. Ist nicht so toll als Runby. Sie geben sich größte Mühe. Waren stets bemüht, aber Panzer. Der hat insgesamt 10 Kills gesammelt schon. Wow. Und hier die Vipern. Nochmal kurz in Gefahr. Die Marines aber kommen nicht nah genug an. Benny kommt jetzt nach vorne. Aber es sind so viele Siege Tanks hier. Überall. Die ganze Siege Tank Front hier oben. Tut ordentlich weh. Und der Rainer muss das respektieren, muss eine Basis aufgeben. Weicht da weiter und weiter zurück, aber sammelt natürlich mächtig Geld. Vor allem er wartet auch immer noch auf die Dinger hier. Das sind 4 Ultralisken im Bau in seiner Mainbase. Kindness Painting kommt, ist gerade fertig geworden. Zudem kommt noch plus 3 Carapace und plus 2 Attack. Also da kommt noch viel Zeug für seine Ulis. Und so lange versucht er einfach nicht direkt zu fighten. Er hätte gern die Ulis mit dabei. Vipern sind es nur noch 2 Stück, also die eine ist tatsächlich mal gestorben. Energie ist aber wieder drauf und die Turn Army wandert weiter nach vorne. Beide Seiten haben eine Bank. Bei Rainer fehlt es an der Vespingas Bank. Die Vipern versuchen zu flankieren, wie es aussieht. Blinding Clouds natürlich auf die Panzer wäre sehr hilfreich. Es sind trotzdem viele Marauder mit drin. Das Ulis ist vielleicht nicht der leichteste Job. Jetzt kommt die Zerg Army an. Da eben mit den Ulis geht's drauf, mit den Upgates geht's drauf. Nur plus 2 Militex wurde vorhergestellt, aber es wird einfach rein. Gold Blinding Clouds sind da drüben ziemlich gut auf der Rampe. Die Turn Army wird da ziemlich zersäbelt, aber auch die Zerg Army fährt da hohe Verluste ein. Also von beiden Armys bleibt gar nicht mal so übrig. Man sieht, die Panzer werden nach und nach zerstört. Die Ulis kassieren mal ein bisschen. Im Endeffekt stehen hauptsächlich nur noch Ulis
von der ganzen Zerg-Army. Der Rest ist irgendwie alles weggeschmolzen. Da kommt aber die Enforcement an. Die Unis sind jetzt Offgrip, haben noch keinen. Doch, die haben jetzt gerade frisch Anabolic Synthesis bekommen. Rennen also jetzt schneller Offgrip. Wir waren aber von der Bayer trotzdem fokussiert. Erste Uni ist down. Der zweite, der dritte Uni sind down. Zweiter wird fokussiert, aber der lebt. Denn es wird eingeladen, es wird zurückgeflogen. Medivac ist auch inzwischen ziemlich low. Und dem verliert da trotzdem einen Haufen an Supply. Und SCVs fahren hoch an die Base, aber müssen doch noch nicht durch die Unis fahren. Nicht durch die Unis und die schnappen sich. Oh nein, der Uli geht schon dessen down. Schöne Lockbogen mit den SCVs, aber jetzt sind die mitten an vorderster Front mit den Lingen, mit den Unis. Tatsächlich die Linge blocken die Unis ein bisschen, die kommen nicht so recht ran an die Marauder. Frozen Files mit drauf, drei SCVs bisher gestorben. Ein bisschen was wurde. Ne, wurde überhaupt was eingeladen? Ne, wurde glaube ich nicht eingeladen, wurden einfach rechts zurückgezogen. Trotzdem, die Basis oben wurde verhindert. Erstmal, dem hätte die natürlich ziemlich gerne. Er braucht eine fünfte. Und gleich gibt es dann hier eine sechste Basis. Rainer, währenddessen schnappt sich die Basis neu, hat sich die hier auf dem Highground geschnappt. Und da kann er nochmal ordentlich Vespingas einfahren. Da mangelt es eh gerade noch ein bisschen. Vespingas Bank. Seine Mineralienberg wächst nämlich gerade schon wieder. Er ist bei 93 Drones und legt natürlich nochmal ein paar nach und geht auf den Spire. Zu dem plus 3 Militex. Er hat die Uli-Upgrades fertig. Also diesmal Link-Baning Ultralisk tatsächlich. Andere Army-Komposition als Map Nummer 1. Und ja, Dream spielt das Spielchen einfach mit dem Late-Game. Wir haben 15 Minuten erreicht. Es kommen 7 Ghosts auf einmal. Okay, also auch Dream schwimmt ein bisschen im Geld. Man einfach so mal 7 Ghosts bauen. Das ist eine teure Angelegenheit. Es gibt den ersten Rumble, also den nächsten Rumble hier auf die dritte Basis. Die Wall ist da immer noch offen. Snipes werden da reingeregnet. Der Bugs kommt jetzt auf Panzer, Ghost auf alles mögliche. Der eine Uli ist mega low, geht nochmal down. Ein Uli ist dann im Übrigen mit einem Ravager. Der Ravager hat nicht so viel zu melden in dieser Phase des Spiels. Es ist der Uli, der Angstgegner ist und die Linge tatsächlich. Fliegt immer die EMP, trifft aber nicht so wirklich. Und jetzt auch einen Fight an der PF. Die PF verteidigt sich, die zweite PF, die steht und die hält. Der Panzer wird angegangen, die Ulis sind nochmal mittendrin. Die Ghosts schaffen es, keine Snipes zu setzen. Die Ghosts gehen da drauf, ein Ghost geht da drauf. Dafür platzen auch die Ulis weg. Die Basis lebt und die dritte wird auch gehalten. Die Wall wird repariert. Wird nur, ja, es ist keine wirklich volle Wall. Könnte man vielleicht nachbauen. Und ja, Dream pusht jetzt wieder nach vorne. Rainer pumpt seine Bank runter. Und baut 3 Ulis massig Linge Baninge nach. Plus 3 Attack dauert noch. Die Turn Army hat 3 drin. Die Panzer haben plus 2. Also die hauen auch ordentlich rein. Da fangen halt jetzt Drones an die Basis ran. Die hat schon ordentlich kassiert. Die Linge aber schwärmen hier über die ganze Truppe drüber. Es fehlt ein bisschen an der DPS gegen die Linge tatsächlich. Es sind nicht genügend Marines mit drin. Und die Panzer alleine schaffen das nicht. Der Panzer weiß wieder mal nicht, wo er hinschießen soll. EMP fliegt nochmal, trifft aber nicht wirklich. Die Turn Army versucht das zu stabilisieren. Da hinten wäre eine PF, die vielleicht helfen könnte. Aber nein, die Linge fightet hier. Die Turn Army fightet hier. Kassiert auch den Parasitic Bomb mit rein. Und jetzt geht es mal ein paar Meter weiter rückwärts. Da sind Baning jetzt auch mit drin. Die werden gesplittet. Das ist die Bio, splittet sich richtig schön gegen die Baninge und die Bio hält sich damit am Leben. Snipes hauen mit rein und der Uli geht drauf, der eine Marauder, der eine Ravager ist noch übrig, verliert aber den Fight gegen den Marauder. Das war der letzte seiner Art. Damit der letzte Ravager ist down, wir werden wahrscheinlich auch keine mehr sehen. Keine Roaches und keine Ravager, keine mehr übrig. Ist rein Link Baning Uli gedöns, dass hier Rainer gerade aufs Feld wirft. Wie man sieht, seine Bank ist nicht so krass. Und sie ist jetzt auch wieder ein ganzes Stück geschrumpft, aber auch Dream, natürlich, die Geld ist nicht mehr da, er ist nicht next, die Linge rennen schon wieder ran, kann dieses Mal das besser gestehen gegen die Linge, Baning kommen angekundet, die Ghosts gehen weiter nach hinten, versuchen da irgendwie zu überleben, die Baning jagen den Ghosts hinterher, oben währenddessen fressen die Linge sich doch alles durch und da kassiert der Terraner mehr Verluste, die Ghosts werden noch mehr gesplittet, rennen in alle möglichen Himmelsrichtungen, die Baning jagen aber immer noch hinterher und wie man sieht, die Linge kommen jetzt angeschwommen auf die Path oben, hier wird die Basis gehalten, die dritte, aber die neue Basis vorne, die ist das Problem und die wird weggesprengt, Baning Kullen darf nicht rein. SCVs bleiben, das ist ziemlich kein übrig. Die PF bleibt nicht übrig. 19, 20 SCVs down. Und es kommt halt der nächste Schwamm. Die Welle hört nicht auf. Das ist keine Welle, das ist ein verdammter Tsunami, was Rainer da anwirft. Also wirklich eine Flut an Einheiten, die einfach nicht aufhört. Und wie man sieht, Stream flirt mächtig am Grund und Boden, flirt quasi 2 Basen auf einmal. Wer wollte eigentlich die hier haben, aber er kriegt die auch nicht. Das heißt, er ist jetzt auf. Er ist nicht auf 4 Basen. Das kann man nicht als 4 Basen bezeichnen. Das ist 1,5 Basen? Vielleicht 2? 1,5. Mehr ist es nicht. Rainer wird das noch die Basis hier. Hat sich die Basis hier geschnappt? Natürlich hat die Basis hier drüben und könnte, wird er schon als nächstes die Basis setzen. Wir haben, ist es Rainer, man kennt ihn. Er verliert zumindest mal die Basis hier unten, die wird auch nicht gecancelt. Oben das OC traut sich nicht anzufliegen, nicht gegen die Martian Link Baning Uli, die da rumsteht. Und hier gab es noch ein bisschen Ärger mit Liberate, die da irgendwie kreuz und quer reingeflogen sind. Vipern leben da noch. Hier, der Drop versucht sich an der nächsten Basis. Die Linge blocken da, aber machen gar nicht so einen guten Drop. Die Marines ballen sich da ziemlich gut nochmal durch die Linge durch. 27 zu 30.000 Resources lost. Die Zerg-Army sagt aber hier schon wieder, hallo. Ja, Rainer hat einfach Bock zu fighten, weil er hat eine 4.000 Bank. Die möchte er natürlich auch nutzen. Parasitic Bomb auf die Liberator, die inzwischen mit dabei ist. Nochmal eine Parasitic Bomb auf die Medivex. Und das kassiert alles gerade auch mächtig Schaden. Wie man sieht, wird alles orange, nach langsam auch rot. Nächster Runway kommt dieses Mal auf die Production. Linie mittendrin, mitten im Uli mit dabei. Ein paar Tech-Labs 20. Die Linie splitten sich.
muss möglichst lästig zu machen, hier in allen möglichen Basen drin zu sein. Die Netschwa hat Schwierigkeiten, die dritte Basis, der Panzer ist down, hat Schwierigkeiten. Der Uli hier wurde zersniped, die Linge aber hier, ja, 7 STDs, 8 STDs, es werden weniger Worker und oben gibt es währenddessen den Fight. Die Basis hier wird nochmal gecheckt, ob da eine inzwischen Command-Sinne gelandet ist, ist aber nicht der Fall. Unten gibt es den Drop auf die besondere Basis hier von Rainer mit dem Bonus für Spingas. Das kann ich mir doch, es hält sogar noch ein bisschen. Und hier gibt es den nächsten Runway auf die dritte Basis, aber da stehen noch ein paar Einheiten, die Dinge respektieren das. Wenigen wäre das Nidrix, die könnten einfach auf das OC draufrollen, wenn Rainer wollte, aber er hat das OC gerade noch gar nicht gesehen. Und das heißt, er hat die Basis noch immer nicht geschnappt. Er hat 100 natürlich, er hat 100 Worker gebaut. Ist es zu diesem Zeitpunkt schon Meme, dass er das macht? Ist ja wirklich, wirklich absurd. So, die Medivacs versuchen ihr Bestes, da ist die Hedge, das bringt uns auch wieder unter 100 Worker. Da kommen die ersten Corrupt damit dazu, um gegen die Liberator zu kämpfen, weil die inzwischen ein bisschen lästig sind. Und der Drop hier wird schon wieder weggefressen von der Lingen. Dream sieht einfach kein Land. Er ist bei 140 Supply gegen Rainer, der nur deshalb nicht Max ist, weil er es gerade nicht möchte. Er könnte easy Max sein, wenn er sein Geld ausgibt, das kann wohl. Ja, ihm fehlen ein bisschen Larven, aber es pullen die Baninger in die ganzen News. Das heißt, die wichtigste Basis wird gerade wieder direkt gestoppt. Der Panzer weiß gar nicht, was er tun soll. Dieses OC wird disabled, selbst wenn das OC hier liftet, leidet es an den Corruptern. Corruptor könnten das Ding gleich finden, schnell stattdessen. Das OC lebt erstmal noch und die Turn Army kann das verteidigen. Unten währenddessen gab es nochmal Beef mit dem Drop, der ist fast down tatsächlich. 18 HP noch darauf, aber wieder 11 SCVs hat es gekostet. Die Turn Army rennt da vorne, ist noch viele Ghosts hier mit 9 Stück. So ist es einfach bei Rainer. Er kann halt endlose Flug. Er hat 100 Dinge fast nachgeworfen. Die Corruptor waren zwar zersägt, aber diese Army ist nicht toll gegen Dinge. Das sieht man auch direkt, weil die Army hat keinen Bock gegen die Dinge zu fighten. Da kommen die Corruptor von der Seite, snipen das erste Medic aus. Widowmines helfen gegen die Dinge, aber kommen halt leider gerade ein bisschen spät. Die Turn Army leidet nämlich gerade schon wieder mächtig. Es gibt auch mal ein paar Tote Drones als ein Liberator über der Basis. Problem ist aber gerade für Dream, dass seine Hauptarmy am Wegsterben ist. Und sieht die Dinge, fressen sich völlig durch alles durch. Die Corruptor schnappen sich die Medivacs. Die Basis oben ist nur ein Command Center. Wir sind Orbital Command, das heißt, das wehrt sich nicht. Ein paar Dinge fressen sich also doch alles durch, was rumsteht. Die Bio hier hält tatsächlich nochmal den ersten Fight durch, aber wie gesagt, es ist ein Tsunami an Zerg, der hört einfach nicht auf. Mit Dream geben kommt deutlich weniger nach, bisher kommt fast gar nichts mehr nach. Da ist nur noch der eine Marauder oben auf Highground, der denkt sich, jawohl, ich habe eine erhöhte Position, ihr könnt mir gar nichts, ich habe den Highground. Ha, hat sich erledigt gegen Dinge, hilft das nicht. Und da ist das GG und damit das 2:0, das Rainer hier anstellt. Und ja, er vermöbelt hier Dream ziemlich. Dream, er hat es versucht mit der Proxy Rex, hat auch keinen schlechten Job gemacht. Aber dann hat das trotzdem wieder lang werden lassen, das Game. Und man sieht, Rainer, Economy, Dankeschön. Er schwimmt im Geld und ja, bewirft sein Gegner so lange mit Münzen, bis der Gegner stirbt. Das ist keine schöne Art zu verlieren, aber es ist eine schöne Art zu gewinnen. Ich denke, Rainer hat da sehr viel Spaß. Dream hingegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er da so viel Spaß dran hatte. Weil das ist gerade die letzten paar Minuten einfach nur noch Leiden. Man leidet halt. Das hat in etwa hier angefangen. Da hat er noch sehr viel Army Supply, die Economy ist gecrashed und dann war es wirklich ein Leiden über 2-3 Minuten, wo der Zerg deutlich mehr Spaß hatte als der Terraner. Aber ja, krasse Leistung von Rainer. Also man sieht, er ist für die Alm Katowice auf jeden Fall in Form. Das muss man ihm lassen. Die Frage ist dann, wer in seiner Gruppe kann ihn stoppen? Weil, ja, gegen Dream schon mal eine sehr starke Leistung. Aber tatsächlich, Dream ist nicht der Gruppenfavorit, würde ich mal so behaupten. Würde fast sagen, Rainer selber ist der Gruppenfavorit. Und was haben wir noch? Wir haben Astrea Zest, Trap und Hero Marine. Ich bin mir nicht sicher, wie gut Hero Marine in Form gegen Rainer ist. Auf Trap muss man aufpassen, auf Zest muss man aufpassen. Also, da Astrea, ich denke, Astrea sollte eine machbare Aufgabe für Rainer sein. Und Hero Marine, Rainer kann ich nicht einschätzen, weil ich mir nicht sicher bin, wie gut Hero Marine drauf ist. Das sehen wir dann wahrscheinlich im nächsten Game, weil da kommt Hero Marine dran in seinem ersten Matchup. Ja, aber das heißt mir. Jo, und Wir haben wieder mal Symbolik gesehen. Also, wir haben es bei Seville mit seinen Overlord-Drops, die ganze Zeit unterwegs sind. Gut, Rainer hat auch einen gespielt, aber der war jetzt nicht so spannend. Seville macht oft die Overlord-Drops und Rainer hat einfach 100 Drones müssen her. Und das hat er ein weiteres Mal gemacht. Nicht sicher, ob er sich das als Vorgabe gegeben hat, ob wir das noch öfter sehen. Und in jedem Game müssen mal 100 Drones vorgekommen sein. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Hier viele Dinge natürlich, viel Link Baning, Anfang noch Road Ravager, aber das dann irgendwann eben nicht mehr wichtig. 27 Ghosts waren tatsächlich mittendrin. Und ja, einfach die Turn Economy kam irgendwann zum Erliegen. Dream konnte da nicht mithalten. Und das hat Rainer hier den Sieg gebracht. Ja, das ist mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.